Etwas, das sie auf Erden anscheinend falsch verstanden haben. Gott liebt Schwuchteln. Gott liebt die Schwarzen. Gott lernt schnell. Schneller als jeder andere. Genie, wird mir das Kummer bereiten? Nun, ich würde sagen, das ist eine berechtigte Annahme, Herr. Gott macht ein paar Schritte, stellt seinen Kaffeebecher auf einem Pappkarton ab und greift willkürlich nach einer Akte. Sie ist mit 18. Jahrhundert Sklavenhandel beschriftet. Hä? Sklaverei war Gott ein Begriff, bedauerlicherweise. Diese barbarischen Pharaonen waren ganz verrückt danach gewesen, aber Sklavenhandel? Was zur Hölle ist Sklavenhandel? Fragt Gott und öffnet stirnrunzelnd die Akte. Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine kurze Anmerkung zum Unterschied zwischen himmlischer Zeit und irdischer Zeit. Die Zeit vergeht zwar auch in der Ewigkeit, aber langsamer, sehr, sehr viel langsamer. Ein Tag im Himmel verstreicht ungefähr mit der Geschwindigkeit von 57 Erdenjahren. Seinen ersten und bis letzte Woche einzigen Urlaub machte Gott vor 4,6 Milliarden Jahren in der Erdurzeit. Der Urknall lag höchstens 10 Milliarden Jährchen zurück und war, wie konnte es auch anders sein, weiter nichts als ein blödes Missgeschick gewesen. Gott liebt es, sich morgens zur Entspannung einen durchzuziehen, aber mitunter bereut er die Resultate. Als Gott diesmal seinen einwöchigen Urlaub antrat, schrieb man auf der Erde gerade das Jahr 1609. Es war die Hochzeit der Renaissance. Das Zeitalter von Kopernikus, Michelangelo, Da Vinci, was gibt's daran auszusetzen? Ein idealer Zeitpunkt, um angeln zu gehen, wie Gott befand. Als er gut erholt von seinem Trip in die entlegene himmlische Provinz zurückkehrte, waren ziemlich genau 400 Jahre verstrichen. Auf der Erde schrieb man nun das Jahr 2011. Wie wir wissen, waren die letzten 4 Jahrhunderte nicht gerade ereignisarm verlaufen. Gott liest schnell. Schneller als jeder andere. Er ist imstande, tausende dicht beschriebener Dokumente beinahe simultan zu erfassen, während er sich gleichzeitig Videos und DVDs ansieht und sich durch die Ordner auf seinem Rechner klickt, die die Informationen über den jüngsten Abschnitt jener Zeit enthalten, die er verpasst hat. Gott braucht den ganzen Morgen und einen Teil seiner Mittagspause, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen, Guantanamo, Belfast, Kambodscha, Vietnam, Flandern, Ypern, Nagasaki, Hiroshima, Ruanda, Bosnien. Von Zeit zu Zeit schrecken Genie, Lance und Sepp hinter ihren Schreibtischen auf, wenn sie sein gedämpftes Heulen und Schreien vernehmen. Als er sich durch das 20. Jahrhundert arbeitet, wobei er regelmäßig innehalten muss, um sich zu übergeben, erfährt Gott von befremdlichen, völlig neuartigen Konzepten, von Kapitalismus und Kommunismus, von nuklearer Abschreckung und dem Gleichgewicht des Schreckens, vom militärisch-industriellen Komplex, von Abtreibungsgegnern und Nulltoleranz, Fatwa und Dschihad, ethnischen Säuberungen und Rückführungen. Er wendet sich dem Computer zu und klickt auf dem Desktop einen Ordner mit der Bezeichnung islamischer Fundamentalismus an. Etwas namens Taliban. Gott liest über die Burka und den Hijab. Er liest über die Hinrichtung von Homosexuellen, das Steinigen und Auspeitschen von Menschen für, nun, eigentlich für so gut wie nichts. Über ein 16-jähriges Schulmädchen, das für etwas gehängt wurde, das sie Verbrechen gegen die Keuschheit nennen. Ein paar Minuten später hört Genie durch die schweren kathedralengroßen Türen gedämpfte Schreie und Flüche. Gegenstände werden umgetreten. Ein Mittagssnack, bestehend aus 2 Fingerbreit Single Malt und einem fetten Joint, hilft ihm dabei, auch noch die jüngste Vergangenheit zu überstehen. Abholzung der Regenwälder, Globalisierung, Kollateralschaden, Markenbewusstsein, Marketing, Product Placement, Unternehmenssponsoring, geplanter Verschleiß, Republikaner. Den Rest der Mittagspause weint Gott bitterlich. Dann wird es für eine lange Zeit still. Genie, sagt Gott mit sanfter Stimme, in seinem Zorn erstaunlich ruhig und kontrolliert. Wo steckt der kleine Mistkerl? Jesus nimmt einen kräftigen Zug von dem Joint und gibt ihn zurück. Das Gras im Himmel? Nun, Sie können es sich ja vorstellen. Ich nehme an, Sie haben eine ungefähre Idee von dem Stoff, den Gott für uns hier unten reserviert hat, richtig?
Scheiße, gegen das Zeug da oben können selbst Thai-Sticks nicht anstinken. Scheiße, Mann, sagt Jimmy, der jetzt seinerseits kräftig an dem Joint zieht. Kacke, ich bin, während er mit glasigem Blick in die dichten blauen Schwaden des Marihuana-Rauchs starrt, entgleist der Zug seiner Gedanken und rauscht den Hang hinab. Stoned? Dicht? Zugeballert? Total drauf? Hammerbreit? Völlig verstrahlt? Nein. Jesus ist regelrecht hirngefickt. Sie liegen ausgestreckt auf dem Boden, um sie herum verstreut die üblichen Utensilien. Eine Kühlbox voll Bier, Aschenbecher, Pfeifen und Bongs, ausgedrückte Joints, zerrissene Zigarettenpäckchen, Pizzakartons, Verstärker und Kabel. Jimmy wiegt seine weiße Fender Stratocaster in den Armen. Jesus Gibson SG aus Palisanderholz ruht hinter ihm auf einem Kissen. Hendrix wiederum sieht in Jesus einen überaus vielversprechenden Schüler, einen mehr als fähigen Rhythmusgitarristen mit einem echten Händchen für kantige, schrille Soloausbrüche. Jesus löst den Gurt der Gibson und nimmt einen letzten Zug. Lässig erhebt sich seine schlaksige Gestalt aus dem Sitzsack. »Bis nachher, Jimmy.« »Sei lieb«, sagt Hendrix. »Aber immer.« Gott hebt den Blick und sieht, wie Jesus hereinschlendert, während Genie die Türen hinter ihm schließt. »Dad«, ruft Jesus mit ausgebreiteten Armen. »Wie war's? Haben die Fische angebissen?« Vater und Sohn schließen einander in die Arme. Jesus setzt sich in den Sessel, der dem Schreibtisch seines Vaters am nächsten steht, und schwingt seine nackten Füße auf die Tischkante. Gott mit guter Laune, der liebenswürdigste Onkel, den man sich erträumen kann. Gott angepisst, der Präsident eines Hollywood-Studios nach einem miesen Startwochenende. Im Vorzimmer vergraben die Leute die Köpfe in ihren Unterlagen. Es ist hart für sie. Alle haben Jesus gern. Komm her, los. Kommst du her? Gott packt Jesus am Ohr und zerrt ihn auf eine riesige weiße Tafel zu, auf die er verschiedene Schlagworte aus seinem Briefing geschrieben hat. Sie benutzen den Regenwald als gottverdammtes Holzlager. In der Ozonschicht ist ein Loch, ein verficktes Loch, so groß wie mein Schwanz. Und die Ozeane, die wenigen Fische, die es darin noch gibt, haben sie auf eine Zwangsdiät aus Kloake, Rohöl und alten Kühlschränken gesetzt. Gott hebt einen Finger. Und das ist nur der Ökokack. Moralisch. Ach Scheiße, hast du auch nur den leisesten Schimmer, wie tief diese Menschen in moralischer Hinsicht inzwischen gesunken sind? Aber Dad, du weißt doch, dass ich selbst noch gar nicht so lange zurück bin. Womit er irgendwie recht hat. 2000 Jahre, nach himmlischer Zeitrechnung gerade mal ein Monat. Für einen kurzen Moment starren Vater und Sohn schweigend auf die Tafel, die ungeheuerlichen Fakten und Ziffern, die Namen und die verschiedenen Fotos, die Gott an die weiße Fläche geheftet hat. Scheiße, sagt Jesus leise. Was ist bloß aus Seid lieb geworden? Seid lieb. Gott liebte diesen Spruch, den er von den Schwulen übernommen und zu seinem ersten und alleinigen Gebot erhoben hatte. Wann immer er darüber nachdachte, wie wundervoll schlicht diese Worte doch waren, durchzuckte ihn automatisch der folgende Gedanke. Verfickter Moses, was für ein arroganter Flachwichser bringt es fertig, das eine Gebot, das ihm gegeben wurde, in die Tonne zu kloppen und dann mit 10 eigenen aufzutauchen. All diese gruseligen Vorschriften über so kranken Scheiß, wie zum Beispiel den Ochsen seines Nächsten zu begehren, wozu sollte das gut sein? 4 sehr nervöse Heilige, Petrus, Matthäus, Andreas und Johannes, sitzen um den Konferenztisch, rauchen und schütten Kaffee in sich hinein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, murmelt Matthäus, während er seine Unterlagen durchsieht. Matthäus seufzt. Ich schätze, das wird schon werden, sagt Johannes und blickt von dem Joint auf, an dem er gerade baut. Johannes? Unterbricht Petrus. Johannes steckt sich den fertigen Joint in den Mund und durchsucht seine Robe nach einem Feuerzeug. Petrus klaut ihm den Joint von den Lippen und zündet ihn sich selbst an. Oh Gott, sagt Matthäus noch einmal. Und dann mit einem Mal öffnen sich die Türen und Gott betritt den Raum mit Jesus im Schlepptau. Alles klar, Chef? Hi, Jungs. In Ordnung, sagt Gott. Da es ganz danach aussieht, als würden die da unten sich alle 10 bis 15 Minuten in einen Genozid oder eine Hungersnot stürzen, lasst es uns anpacken. Also, was um Himmels Willen ist da unten los?
Die Luft ist zum Schneiden dick vom Marihuana-Qualm der zahlreichen Joints, die zur Steigerung der Konzentration und als Starthilfe für radikale, kreative Denkansätze die Runde gemacht haben. Gott seufzt und stößt eine Wolke würzigen, holzigen Rauchs aus, als er schließlich die offensichtliche Frage stellt: Was zur Hölle läuft da mit den Christen? Es wimmelt nur so von beschissenen Christen. Es wurde irgendwann ziemlich verworren. Verworren? Was bitteschön ist an Seitlieb verworren, will Gott wissen. Ja, da leck mich doch am Arsch. Warte mal, sagt Gott, während er einen Joint ausdrückt. Denkst du dir diese kranke Scheiße etwa selbst aus? Nein, Herr. Leck mich am Arsch. Wie konnten die sich dermaßen in diese Anbetungssache verrennen? Ich meine, denken die etwa allen Ernstes, es würde mich interessieren, ob sie an mich glauben oder nicht? Sie sind alle ziemlich besessen davon, die Bibel zu interpretieren, erklärt Petrus. Oh Mann, wirklich? Die bekackte Bibel? Fragt Jesus. Die bekackte Bibel. Was für eine Mogelpackung. Sie hatten ein paar Geschichten aufgeschnappt, häufig bloß Gerüchte, und diese dann nach Gutdünken ergänzt, geändert, fortgeschrieben und ausgeschmückt. An dieser und all den anderen Anekdoten haben sie so lange herumgepfuscht, bis die Leute aus diesem Scheißbuch schließlich genug Vorwände herauslesen konnten, um ungestraft nahezu alles tun und lassen zu können, was sie wollten. Schnaufend nimmt Gott schließlich wieder Platz und blättert durch seine Aufzeichnungen. Sind diese Leute eigentlich wirklich allesamt Geisteskranke? Gott nimmt einen Joint aus dem Aschenbecher und hält ihn in die Höhe. Rauchen die nicht genug Gras? Nein, eigentlich nicht, Herr. Nein, sagt Petrus. Dad? Meldet sich Jesus zu Wort. Hallo, Gras ist voll verboten. Es ist da unten fast überall illegal. Es ist was? Gras zu verkaufen und zu besitzen ist gesetzeswidrig in... Matthäus schlägt in seinen Unterlagen nach. Amerika, Großbritannien, Frankreich, Australien, Japan, Kanada... Warum? Fragt Gott und beugt sich Matthäus' monotonen Sermon ignorierend zu Petrus vor. Warum sollten Sie etwas verbieten, was ich Ihnen zu Ihrem Vergnügen gegeben habe? Sind Sie etwa nicht gerne high? Sie greifen hauptsächlich auf Tabak und Alkohol zurück, erklärt Petrus. Italien, Spanien, Argentinien, Irland, aber... Gott nimmt schnell einen tiefen Zug. Ja, warum das eine und nicht das andere? Geld, lautet Petrus' schlichte Antwort. Belgien, Thailand, Finnland, Island, Norwegen... In Ordnung, danke, Matthäus. Sie besteuern den Verkauf von Alk und Kippen. Es ist Russland, Deutschland, Singapur... Hältst du jetzt endlich die Klappe? Gott wirft einen Donut nach Matthäus, der schlagartig verstummt. Es ist die reinste Goldgrube. Ja, gibt es da unten irgendwas? Fragt Gott in die Runde. Was Sie für Geld nicht tun würden? Stille. Von wegen alles super, schaltet Gott sich dazwischen. Was für Pisser sind das denn bitte? Entschuldigung. Ja, aber was werden wir dagegen unternehmen? Ja, das ist ziemlich kompliziert. Die lesen irgendwas und dann machen sie sich ihre eigenen Vorstellungen davon und schon ist die Kacke am Dampfen. Ach wirklich? Gott seufzt. Er ist gerade mal einen halben Tag zurück und hat von Textinterpretationen die Schnauze bereits gestrichen voll. Also, meine Herren, sagt er schließlich. Was werden wir gegen diese Katastrophe unternehmen? Die Frage erübrigt sich vielleicht, Herr, sagt Petrus. Wir haben einige Hochrechnungen angestellt. Bei dem Tempo, das die Menschheit momentan beim Verbrauch der natürlichen Reserven an den Tag legt, dem Schmelzen der Polkappen, dem Ozonabbau, den Treibhausgasen und so weiter, wenn man sich etwas wie das hier ansieht... Petrus drückt auf den Knopf einer Fernbedienung und im Zentrum des großen Glastisches leuchtet das Bild eines Ozeans auf. Er zoomt näher heran und eine gewaltige dunkelgraue wirbelartige Struktur wird sichtbar. Petrus zoomt noch einmal und sie erkennen eine Reihe von Strömungen, einen kolossalen, schwarz glänzenden Strudel. Was zum Teufel ist das und was macht es in meinem gottverdammten Ozean? Sie nennen es den großen pazifischen Müllstrudel,
erläutert Petrus. Sie können nun erkennen, dass große Bereiche der Fläche aus Plastikmüll, Chemikalien und Ölschlamm bestehen. Es sieht monströs aus. Ein schwarzes Loch aus biologisch nicht abbaubarem Zivilisationsmüll. Wie groß ist das Ding? Fragt Jesus. Hunderttausende von Hektar, antwortet Matthäus. Schätzungsweise 6-mal so groß wie Großbritannien oder doppelt so groß wie Texas. Gott schiebt sich eine Faust in den Mund und unterdrückt einen Schrei. Und vor ein paar Tagen war es noch nicht da, ergänzt Petrus. Ich meine vor ein paar Tagen unserer Zeit. Sie haben das in 60 oder 70 Jahren ihrer Zeit bewerkstelligt. Es besteht zu einem gewissen Teil aus den Strömen des nordpazifischen Wirbels, aber wenn man es nicht kontrolliert, wird es sich innerhalb eines weiteren Jahrhunderts quasi in einen eigenen Kontinent aus Müll und Scheiße verwandelt haben. Er betätigt erneut die Fernbedienung und die Projektion erlischt. Alle starren wortlos auf den blanken Tisch. Gott steht auf und geht zum Fenster hinüber. Er blickt hinaus auf die endlosen Quellen, Auen und Strände des Himmels. Hinaus in den perfekten Sonnenschein. So eine verdammte Scheiße, sagt er. Und zum wiederholten Mal an diesem Morgen. Leck mich am Arsch. Sie auslöschen und von vorn anfangen? Fragt Matthäus. Ja, Scheiß auf Sie! Gott nimmt einen kleinen Felsbrocken von der Fensterbank und dreht ihn in der Hand. Alle blicken betreten zu Boden. Literatur, Drama, Schwuchteln, alles, was das Herz begehrt. Hey, der war gut. Okay, gut jetzt. Haltet die Klappe, sagt Gott. Ich meine, natürlich, es war irgendwie absehbar, dass wir ein Auge auf die beschissenen Katholiken haben müssten. Aber im Großen und Ganzen sah es doch ziemlich vielversprechend aus. Und dann, was? Ich verschwinde, um ein paar Forellen aus dem Fluss zu fischen und die Erde rauscht komplett den Bach runter. Gott ächzt. Na gut, dann soll es wohl so sein. John Niven, Gott bewahre, gelesen von Gerd Köster.